und wenn ich mich erinnere, war die junge Dame vor als erstes nächstes dran. Du bist? Franziska. Hallo. Ich wollte die Demonstranten für das bedingungslose Grundeinkommen darauf aufmerksam machen, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt und dass manche Modelle, die für das bedingungslose Grundeinkommen eintreten, auch dazu führen würden, dass die Armen am Ende weniger Geld zur Verfügung hätten als jetzt mit Hartz IV. Also dass eine Verteilung des Reichtums von unten nach oben stattfinden würde. Dass praktisch das dazu missbraucht werden würde, Sozialleistungen weiter zu kürzen, alles zusammenzustreichen und das dann eben auch als bedingungsloses Grundeinkommen zu bewerben. Und deshalb sollte man sich da wirklich gut informieren über die verschiedenen Modelle und bei der ganzen Debatte darüber aufpassen, dass wirklich das in die richtigen Bahnen gelenkt wird und die Modelle, die zum Beispiel die Linken vertreten oder auch andere, die darüber noch debattieren, unterstützt werden und dass es nicht am Ende dann doch nur den Unternehmern und den Mittelschichten dient, sondern auch wirklich der unteren Schicht für mehr Gerechtigkeit.